Good. Yeah.
Preis vom Campingplatz. Entwarnung, die Besitzer der Hunde haben sich gefunden. So, Katalog Nummer 9, Uwe Horst mit Lina zum Hammersee. Also hier nach dem Helfer wird sehr schön gezeigt. Mit 3 und 5 versteckt wünsche ich mir eine kleine Idee enger. Ansonsten sehr dynamische Übung, sehr gut. Stellen und Verbellen, der Hund kommt ja sehr schön ins Bellen rein. Auch stellt auch sehr konzentriert. Lediglich ganz am Ende einmal so ein bisschen in der Bewachung nicht ganz stabil. Zeigt sich aber führig beim Abruf zur Grundstellung. Die Übung ist sehr gut. Verhinderung eines Fluchtversuchs des Helfers. Der Hund lässt sich sehr gut ableiten. Seid ihr einen sehr schönen Anbiss, hält den Griff auch ruhig. Bis zum Einstellen, trennt sauber. Die Bewachung ist vorzüglich. Abwehr eines Angriffs aus der Bewachungsphase. Auch hier zeigt er sehr, sehr schön den Einstieg. Hält den Griff ruhig, trennt sauber, bewacht gut. Beim Rückentransport, da wird der Abstand dann doch etwas größer. Die Übung ist sehr gut. Überfall auf den Hund aus dem Rückentransport, da wünsche ich mir den ersten Anbiss etwas dynamischer. Wenn er den Arm dann hat, zeigt er einen ruhigen, festen Griff, trennt sauber, bewacht. Die Übung ist sehr gut. Angriff auf den Hund aus der Bewegung, auch hier sollte er zeigt sich sehr führig zum Hochführen, aber beim Anbiss, da sollte er etwas dynamischer noch den Anbiss zeigen. Hält den Griff aber dann, trennt sauber, die Übung ist im Groben und gut. Abwehr eines Angriffs aus der Bewachungsphase, hier beißt er sehr schön ein. Hält auch den Griff, aber ganz am Ende wird der Griff, entlässt er den Nagel und der wird langsam weich, also rutscht ein bisschen runter, sollte ihn einfach fester halten. Die Übung ist sehr gut. Verbleibt heute bei TSB ausgeprägt, ein sehr gut mit 93 Punkten. Oh, wir kommen zum